Und aber jetzt, der nächste Jurist kommt zum Rednerpult, Georg Bürstmeier, die Grünen. Er ist auch davor als letzte gemeldete Redner in dieser Immunitätskausa, Christian Schnidlitz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege Graf, ich bin ja kurz davor, hier eine tatsächliche Berichtigung zu versuchen. So deutlich weicht das, was Sie hier vorgetragen haben, von der einschlägigen Rechtslage ab. Die Frage bei der parlamentarischen Immunität stellt sich ja nicht dahingehend, ob zu einer bestimmten Äußerung, zu einer bestimmten vorgeworfenen Handlung irgendein politischer Zusammenhang hergestellt werden kann, sondern ob es einen möglichen Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit als Abgeordneter dieses Hauses gibt. Das ist ein Riesenunterschied, Herr Kollege Graf. Jetzt ist es so, dass der Immunitätsausschuss im Fall des Kollegen Kurz sich die, wie man im Juristendeutsch sagt, inkriminierten Handlungen, also die Handlungen, die dem Herrn Abgeordneten Kurz vorgeworfen sind, angeschaut hat und die Zeiträume, in denen die gesetzt worden sein sollen. Ob die gesetzt worden sind, muss die Justiz beurteilen. Ob das strafbar ist, muss die Justiz beurteilen. Aber was der Schluss, zu dem wir gekommen sind, ist, zu dem Zeitpunkt war er auf jeden Fall nicht Abgeordneter. Also kann es keinen Zusammenhang zur politischen Tätigkeit als Abgeordneter geben. Das war jedenfalls die überwiegende Begründung im Immunitätsausschuss. Und deshalb sind wir zu diesem Ergebnis gelangt. Im Fall des Kollegen Schnidlitz war es ein bisschen anders. Der Herr Kollege Schnidlitz hat viele Funktionen. Er ist FPÖ-Generalsekretär, er ist Bürgermeister, Stellvertreter und Wohn- und Sozialstadtrat und Klubobmann der FPÖ-Fraktion in Wiener Neustadt. Und dann ist er Abgeordneter zum Nationalrat. Er wendet also sehr, sehr viel Zeit für politische Tätigkeit in verschiedenen Funktionen auf. Und als solcher, und das haben wir uns, lassen Sie mich ausreden. Herr Kollege, bitte. Wissen Sie, Immunitätsdebatten sind juristische oder stark juristisch geprägte Debatten. Und Sie sollten als Volljurist gewohnt sein, sich die Argumente der Gegenseite erst einmal anzuhören. Wir haben uns also den fraglichen Facebook-Auftritt des Herrn Kollegen Schnidlitz angesehen. Und es gibt viele verschiedene Postings, auf denen er beispielsweise mit einem FPÖ-Logo zu sehen ist, auf denen er beispielsweise beschreibt seine Büroarbeit im Rathaus oder ebenfalls seine politische Tätigkeit in Wiener Neustadt. Und es ist völlig klar, dass alle diese Postings, die im Übrigen in keiner Weise inkriminiert sind, in einem Zusammenhang zur politischen Tätigkeit des Kollegen Schnedl stehen, aber nicht zur Tätigkeit als Abgeordneter. Ja? Es gibt andere Postings, aus denen ganz deutlich wird, dass hier der Abgeordnete Schnidlitz spricht. Und dann gibt es das fragliche Posting. Kinder, lasst mich doch bitte ausreden. Es ist euch offensichtlich unangenehm, was ich da sage. Also die Zahl der Zwischenrufe aus der FPÖ-Fraktion zeigt ziemlich deutlich zu fortgeschrittener Stunde, dass das, was ich Ihnen hier sage, unangenehm sein muss. Ich komme zum Schluss. Das inkriminierte Posting hat überhaupt keinen Hinweis auf irgendeinen Zusammenhang mit irgendeiner der vielen von mir aufgezählten Funktionen. Und deshalb ist der Immunitätsausschuss zur Schlussfolgerung gelangt, dass ein Zusammenhang
mit der politischen Tätigkeit als Abgeordneter nicht besteht. Das, meine Damen und Herren, ist, was Juristinnen und Juristen eine Abwägungsfrage nennen. Und ich sage dazu, und auch das wissen Juristinnen und Juristen, es gibt auch immer bei Abwägungsfragen valide, also gültige Gegenargumente. Nur bestehen diese Gegenargumente nicht darin, dass man versucht, einen Redner durch Zwischenrufe zu übertönen. Ich danke fürs Zuhören. Georg Bürstmeier war das von den Grünen und gesprochen hat er über die Immunität von Michael Schnedlitz.